10 Minuten Fragenbeantwortung der Geister aus dem Jenseits, den geistigen Helfern und auch den geistigen Führern. Sie sind da, sie haben jetzt die Worte aufgenommen aus dem Vortrag Trägheit des Geistes von Abdushin. Die Menschen sind, die jetzt versammelt sind hier auf der Wiese, die Menschen sind alle schon auf der Erde inkarniert gewesen und deshalb können sie gut folgen meinen Worten und sie haben nun auch Fragen. Ich will nun 10 Minuten lang die Fragen beantworten. Also, was habt ihr für eine Frage zu diesem Vortrag? Trägheit des Geistes. Ja, du da hinten. Du verstehst nicht, warum die Menschheit Trägheit hat. Trägheit und Bequemlichkeit im Geiste. Ja, ganz einfach, sie ließ sich immer führen. Sie hat sich führen lassen, einwickeln lassen von der Kirche. Sie hat nie selbstständig geprüft, was die Worte sind, was das Anliegen der Kirche ist, sonst wären sie darauf gekommen. Es war nur ein Anfang, ein Einfangen, ja, Einfangen von Geisten, von geistesträgen Menschen. Diese geistesträgen Menschen, die sind einfach mitgegangen und haben die Kirche immer nur genährt. Die Menschen, die natürlich geistesträg sind und bequem, die sind dann gern da drin gesessen und dachten, das stimmt, was die Kirche sagt, dass ich nun ganz bequem in das Himmelreich komme. Ich muss ja nur die Beichte machen und sie nehmen mir alle Sünden weg. Die Kirchenoberhäupter, sie haben gefrevelt gegen Gottes Wort. Und so gingen Tausende in die Irre, ja Millionen Menschen. Aber es waren eben die bequemen und trägen Menschengeister. Wer sich entfernte, wer prüfend die Worte, die hinterlegten Worte, aufnahm, der sah sofort, wenn Jesus sagte, und sie künden das ja auch noch in der Kirche, dass der nach mir kommen wird, er wird euch führen in alle Wahrheit. Nicht ich bin es, der kommen wird, denn ich gehe ein in den Vater. Ich werde in den Vater eingehen und bleiben. Ja, mehr konnte er nicht mitteilen. Er hat es in allen Arten von Aussprachen in ganzen Sätzen mitgeteilt. Aber die Menschen waren so bequem, träg und sie haben nicht richtig hingehört. Sie waren einfach zu träge. Und so ist es noch mehr mit den Menschen heute. Sie sind immer noch in Trägheit. Auch heute glauben sie nicht dem Wort aus der Gralsbotschaft. Sie glauben dem Wort nicht. Warum? Weil sie es sich anders vorgestellt haben. Sie haben die Worte von Jesus anders vorgestellt. Sie haben ihn weichlich gesehen. Und nun kommt das Gericht. Wie von Jesus schon angekündigt. Aber nicht durch ihn, sondern durch einen anderen. Ein anderen kommt, der die Wahrheit bringt und das Gericht. Ja, so viel zur Trägheit des Menschen, der weiterhin in Trägheit glaubt, ein anderer tut es für ihn, ein anderer wird den Weg bereiten für ihn, er müsse ja noch mitlaufen. Ja, diese werden alle erwachen im Jenseits. Und wie sie erwachen werden, grauenhaft.
Habe ich jetzt deine Frage beantwortet? Er nickt, ja, gut, er hat es begriffen, wie es ist. Hat noch jemand eine Frage? Wer hat noch eine Frage von euch? Es ist still. Der kommen wird. Ja, das muss ein jeder selbst an sich erleben, wer es ist und wie er kommt. Sein Wort ist schon da. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Seine Botschaft ist hier. Und ich erwähnte auch, dass Jesus Christus nicht mehr kommen wird, denn er ist eingegangen zum Vater. Und er bleibt dort. Wer kommen wird, ist ein anderer, der die Wahrheit bringt, ja, bringt das Schwert des Gerichtes. Aber das war nicht deine Frage. Du wolltest genau wissen, wer es ist. Tja, ich kann nur sagen, es ist Abdu'l-Jinn. Mehr dazu. Das müsst ihr selbst erfahren. Ihr müsst schürfen, ihr müsst hineinknien in die Wahrheit, ihr müsst prüfen, was ich euch sage, denn dann wird es euch lebendig. Vorher kann es nicht lebendig werden. Sage ich es euch nur, dann werdet ihr wieder bequem und ihr geht einfach und ihr tut diese Dinge aus Bequemlichkeit heraus. Aber ihr werdet es finden. Wenn ihr sucht, dann findet ihr. Ich kann ja noch den Anhaltspunkt dazu geben, dass das Wort schon hier ist, in Buchform. Es spricht aber nicht jeden Menschen gleichermaßen an. Es spricht ihn an nach seinem geistigen Grad, nach seinem Verlangen. Zur Sehnsucht nach oben gerichtet. Die Sehnsucht trägt im Voraus und wird erhalten, was sie in sich verbirgt, die Sehnsucht. Sie bricht dann aus, wenn sie auf gleiche Art trifft in der Sehnsucht, und das ist immer im Geistigen zu finden. Geistige Sehnsucht findet zur Wahrheit. Nur die geistige Sehnsucht findet zur Wahrheit. Denn sie ist vollkommen die Wahrheit und es kommt keine Trübnis hinein, weil es ein Ringschluss alles dessen ist, was Wahrheit in sich trägt. Nie könnte ein Mensch solches tun, schreiben. Es wäre immer Stückwerk, was ein Mensch bringt. Dazu haben wir genügend Beweise von anderen Menschen, die Großes vollbrachten, aber es war nur Stückwerk. Die Menschen sind dann abgefallen wieder von diesen Wahrheiten und sie fanden sich nicht wohl darin, denn Stückwerk bringt, wie das Wort sagt, nur ein Stück wärts vorwärts. Hat noch jemand eine Frage? Ach, jetzt kommt gar eine ganz andere Frage. Die zum Wesenhaften. Ja, ich habe das schon erwähnt, vom Wesenhaften. Aber ich will es euch nur mal kurz mitteilen. Den Unterschied, ja, Wesenhaftes, der Elementarwesen, die haben keinen Geist. Sie sind durchdrungen vom Wesenhaften. Denn Wesenhaftes hat Wesenhaftes in sich und es gehört zur bedingungslosen Kraft Gottes, zur bedingungslosen Hingabe in Liebe und Treue. Das ist Wesenhaftes. Das hat der Mensch nicht. Der Mensch hat nicht
die Treue und die Liebe der hingebungsvollen Art. Der Mensch hat Geist und er hat die Freiheit, sich zu entschließen für die Treue oder für die Liebe. Er hat das nicht, was ein Wesenhaftes in sich trägt. Auch ihr habt, doch ihr, die alle hier seid nun, ihr habt ja alle Geist in euch. Und es treibt dieser Geist euch dauernd zur Höchstkraft, zum Erkennen alles dessen, was ist. Euer Geist führt euch durch alles hindurch, was ihr erlebt mit den Erdenmenschen, die ihr führt. Ihr braucht nun Geduld, dass einige Menschen doch noch euch erkennen, euch, ihr geistigen Helfer, und auch euch, ihr geistigen Führer, ihr seid auf dieser Seite. Geistigen Führer, ihr habt es nicht einfach, ihr habt es schwerer als die geistigen Helfer, denn die Menschen hören nicht auf euch. Ihr geistigen Führer, die Menschen hören nicht auf euch. Es ist doch ein Wahnsinn. Warum hat der Mensch dieses Empfinden nicht mehr? Warum hat er sich entfernt von allem, was es ausmacht, ein Menschengeist zu sein? Die Empfindung, Mensch zu sein. Die Empfindung, auf seine innere Stimme zu hören. Denn der geistige Führer geht ja über die innere Stimme zu euch. Der geistige Führer kann Stichworte geben, aber erst wenn der Kanal geöffnet ist. Ihr müsst den Kanal öffnen, damit der geistige Führer euch Stichworte gibt im Tag. Aber ihr müsst ihn rufen, immer wieder. Er kommt nicht einfach zu euch. Ihr habt ihn zu sehr abgewehrt. Ja. Ihr seid stumpf geworden, ihr Menschen, stumpf, eigensinnig, ihr seid Eigenbrötler geworden. Der geistige Führer aber hat ein riesiges Feld von Erkenntnis, das euch eigentlich behilflich ist, dass ihr nicht strauchelt, dass ihr immer wieder den rechten Weg findet, dass ihr auf den Punkt kommt. Ihr müsst nun diesen Punkt ausfüllen. Menschen, Berufene, füllt endlich den Punkt aus. Aber es geht nicht ohne den geistigen Führer. Ihr seid so weit vorgeschritten, ohne den geistigen Führer schafft ihr es nicht, den Punkt der Auslösungen zu erreichen, dem Licht eine echte Hilfe zu sein. Auf dieser Erde. Die geistigen Helfer. Sie sind hier versammelt, ganz viele. Und sie lauschen dem Wort und begreifen nicht, dass da wenige sind nur, oder dass da gar keine sind, die auf sie hören. Die geistigen Helfer. Der Mensch hört auch nicht auf sie. Erst dann hören sie ein wenig auf sie durch die Reue oder durch ein Schmerz, ein Leid, wenn sie hinfallen. Ja, das ist dann die Auslösung eines geistigen Helfers. Er löst aus. Tragisch, schade. Er kann ja auch auslösen für Gutes, was wir wollen, hochstehende Dinge wollen. Jetzt ist die Zeit da, aufzublühen, zu erwachen und geistigen Helfer und die geistigen Führer zu bitten darum, dass sie uns behilflich sind in all unserem Tun, dass wir nicht mehr vorgreifen, dass wir nicht mehr in Bequemlichkeit vorgreifen den Dingen im Alltag, was uns schmeichelt. Oft schmeichelt uns etwas, was wir immer tun, und wir gehen immer die gleichen Wege. Da sind die geistigen Helfer nicht und auch nicht die geistigen Führer.
denn die wollen mit euch neue Wege gehen. Ganz neue Wege. Die wollen, dass ihr euch neu erfindet im Geiste. Dass ihr frei werdet, froh, frohen Mutes und so Gott wohlgefällig seid. Ja, jetzt habe ich doch länger geredet. Es sind schon 15 Minuten. Ich werde nun langsam die Sache hier beenden. Ich sehe zufriedene Gesichter in den geistigen Helfern, aber auch sehr betrübte. Denn jeder hat ja einen oder zwei Menschen zu führen, zu geleiten. Sie leiten die Menschen, die geistigen Helfer. Während der geistige Führer ja sie richtig führt, die Menschen. Wenn sie auf ihn hören, ja, Geist zu Geist. Es ist Geist zu Geist. Und es hat mit Wesenhaft nichts zu tun. Es hat nur mit Geist zu tun. Geist zu Geist. Seele zu Seele. Und Körper zu Körper. Misch nicht alles, immer. Ihr mischt immer Seele und Geist. Ihr habt es so gelernt, irgendwie von der Kirche und kommt auch nicht mehr weg. Mischt es nicht, Seele und Geist. Geist ist Geist. Nur mit dem Geist könnt ihr die Verbindung schaffen zum geistigen Führer. Denn er schwingt hoch, er schwingt rein. Er schwingt etwas reiner als ihr selbst. Etwas höher als ihr selbst. Aber er ist kein Engel. Das habe ich ja schon oft gesagt. Er ist ein geistiger Führer, der auch schon auf der Erde inkarnierte. Und er will und kann euch führen. Und wie? Hier im Wald leben ganz viele Tauben. Es leben ganz viele Tauben hier im Wald und sie sind paarweise hier. Ja, die Liebe, die Treue, sie findet zueinander. Und das sind die Tauben. Oft bleiben sie dann am Boden ganz lange stehen, bis ich beinahe bei ihnen bin und sie freuen sich. Alles, was ihr tut, verbindet es immer mit Geist und Wesenhaftem. Alles, was ihr beschleunigen wollt, ist reine geistige Energie, geistige Kraft. Es gibt keine andere Kraft als die des Geistes. Es gibt keine mystische Kraft. Die gibt es nicht. Alles ist erklärbar. Es ist alles Geist, Geisteskraft. Diese Geisteskraft ist dann unterteilt bis nach oben, in höchste Regionen des Göttlichen. Aber da reden wir von göttlicher Kraft. Und die kommt nur ganz selten bis herab auf die Erde. Nur in Jesus und Immanuel. Andere Kräfte gibt es nicht. Die dazwischen sind, sind auch Kräfte des rein Geistigen, des geistig Wesenhaften, Wesenlosen und so weiter. Es gibt viele Schichten. Wenn ihr es erfahren wollt, ja, wenn ihr aus reinem Herzen das erfahren wollt, dann greift zur Kreisbotschaft. Sie wird euch aufklären über alle diese Ebenen, über alles, was ich hier erzähle. Sie wird euch aufklären in strengen, gerechten Worten der Liebe und Gerechtigkeit. Wer das erträgt, der bekommt den Stab für sein Leben. Ja, der Stab des Lebens. Nun wünsche ich euch, liebe geistigen Helfer und euch, ihr geistigen Führer auf der Seite, ich wünsche euch einen wunderbaren Auffahrtstag. Jesus Christus sei Dank für die Liebe. Ja, für die Liebe. Markus Bösch.